Guten Morgen! Der scheiß McDonald's hat gestern kein Wifi mehr gehabt. Und deswegen müssen wir jetzt da nochmal hin und das Video hochladen. 6,5 Stunden später. So, Video ist online. Und jetzt sind wir da im, oh, wie heißt der Park? Ich weiß gar nicht. Lost Lake Park. Richtig schöner Park da in Whistler. Und da werden wir jetzt einmal frühstücken. Leute, wir gehen jetzt Minigolf spielen. War ganz was anderes. Ich mach die Manja fertig. Ich mach die Schacke fertig. Sau geil, es ist von Nintendo gesponsert. Der Minigolfplatz. Der ist bei dir richtig geil. So, meine Damen und Herren, wir sind da beim letzten Spot, keine Ahnung, wie man das nennt. Loch. Beim letzten Loch? Passt, wir sind beim letzten Loch. Und die Bonja wird verlieren, außer ich verkacke es jetzt richtig. Die Schacke wird jetzt, glaube ich, mit 10 Punkten verkacken, ich weiß nicht, ob das machbar ist. Aber es ist mir alles offen, also tu mir jetzt nicht ärgern noch. Das ist okay. Noch nichts entschieden. Ich würde mir echt Mühe geben, aber das... Das war voll komisch, weil das Flirtspiel eigentlich voll gegen mich. Also, er ist voll oft ausgeguckt, was eigentlich gar nicht sein soll. Ich weiß nicht, wo mit aufhören, weil dann mit der Schuhe beschwerlich entspricht. Nur bei mir passiert das. Schacke nicht komisch. Komisch! Ich bin nur sehr bestochen. Das nennt man können! Die Schacke tut eigentlich nur cheaten, ja, damit sie es alle wisst! Ja, Loser! Jetzt ist es alle wisst! Loser! Loser! Werde ich schon noch besiegen irgendwann. So, I am the winner! Oh, ist Glückssache! Zum Golfspielen geboren, oder? Ich kann andere Sachen gut, Talent habe ich schon. Ich weiß schon nicht, Golf, aber das ist nur aus. Golf zählt nicht dazu. Ist okay, ist okay. Hast du eh nicht so schlecht gespielt? Nein, also, es war, so geschafft. Es war ein spannendes Rennen am Anfang. Bis zum Loch Nummer 6. Ja. Da war ich in Führung. Also das muss ich schon erwähnen, dass nicht jeder glaubt, ich bin ein voller Loser, nur ein Teil Loser bin ich. Nein, war okay. War ein gutes Rennen. Schauen wir, was die nächste Challenge bringt. Yes! So, hallo. Also nachdem ich die Monja ja im Park geschlagen habe. Oh nein, das muss man nochmal erwähnen. Ganz wichtig. Wichtig. Auf jeden Fall. Also wenn ihr mal was gewinnt, dann wirst du auch drunter leihen. Fast Loser. Ist okay, Loser. Fuck you. Ich bin kein Loser. So, ja, wir sind da jetzt wieder zurück in unserem Park. Wunderschön ist das. Super Wetter. Spaghetti. Genau. Mit Nudeln. Mit Tomatensauce. Mit Tomatensuppe. Ups. Ist ja eh fast. Ja. Ist so gut. Echt. Ja. Das ist ja richtig fertig gewachsen. Vollgas. Aber echt, ne? Ja. Das war's dabei nochmal. Also, folgendes. Folgendes ist passiert. Also. Wir waren jetzt ja am Strand. Ja, ja, gern. Dankeschön. Sollen wir einfach so eine fremde Frau sein? Einfach so einschen. Die Mama hat gesagt, das darf man nicht. Mit Fremden vertraut werden mir. Wir nicht mitfahren. Vertraut mir. Kriegen wir da nur Zucker? Stimmt, du hast uns gar keine Schokolade angeboten. Ich hab schon gegossen, so. Also, um euch das zu erklären. Ich bin jung und reich. Wie heißt der? Mike. Also wir haben ihn Mike beim Strand gerade kennengelernt und er ladet uns jetzt ein aufs Essen. Also ich habe den Mädels erklärt, dass ich einen Dodge Challenger fahre, dann sind die sofort hinterhergehoben. Genau. Also wir stehen jetzt auf Autos, darum. Das Auto ist ein Wahnsinn. Das müssen wir sehen, klappt in der Regel müssen wir immer mitfahren. Ah, du machst das öfter. Ja, und jetzt? Jetzt können wir essen. Wahnsinn. Cool. Luxus. Luxusleben. Ich fahre vorsichtig. Nein, man merkt es. Ich gucke mir dann lieber an. Ja, schneide ich mal an, dann muss ich sagen. Ein paar Sekunden später. So, wir leben noch. Ja, wir leben noch. Wir haben uns nicht weit verschleppt, nur in die City. Oder wie man das nennt. Wir sind jetzt in der die Stadt. Die Drogen haben noch nicht gewirkt. Ach so. Noch glauben sie, sie sind in Kanada. Oh je. Eigentlich sind wir ja in Österreich. Da. Das ist schnell gegangen, wenn du kreisen. Grüß Enk. Okay. Ja. Er lernt schnell. Ja. Also wir suchen jetzt was zum Essen und dann. Essen wir! Yeah. Man gönnt sie ja so aus, nicht wahr? Fancy Essen. Fancy, yeah, Billy.
für die Einladung. Dankeschön. Ein richtig cooler Business. Ja. So, guten Morgen. Wir sind wieder an unserem gewohnten Platz. Ich habe echt das Gefühl, das ist schön. Wieder ein letztes gutes Frühstück. Dann checken wir noch ins Skatepark von Whistler aus und dann geht's auf nach Vancouver. Alter, wir glauben es gar nicht. Wir haben Gott sei Dank einen Couchsurfer gefunden für 2 Nächte jetzt einmal. Das heißt, wir haben ein Zuhause, wir haben eine Dusche, wir können unsere Wäsche waschen. Alles. Mega geil. Wir haben die Stadt aber erkunden und keine Ahnung, wir haben schon ein paar Sachen vor. Bist du, ja. Und ein paar Leute das Haus gemacht. Mega. Mal schauen. Bist du erwartet? Voll. Ja, stay tuned! Servus. Also, wir sind da jetzt beim Skatepark und der ist ja wahnsinnig. Schau, ich sehe es im Flur. Er ist mega fett. Alter. Fett, also die Stadt hat mir nicht mehr, muss ich sagen. Wissler ist ein echt. Die haben alles. Fettes Skigebiet, Alter. Zum Bauen haben wir es mega fett. Alter, ist das fett, bitte. Das ist leid, Alter. Wahnsinn. Closer, think I figured you out. Not like the others, you don't blame it or crowd. I've blown your cover, now I'm taking you down, So, also der Skatepark war ja mal mega geil. Ein Wahnsinn, wirklich. Alter, ich hätte für immer dort bleiben können. Leider müssen wir noch in Kuba, leider. Ja, leider. Nein, jetzt fahren wir. In Kuba muss ich auch ein paar geile Skateboards. Jupp. Und dann kaufen wir Skateschuhe endlich und dann geht's richtig ab. Und ein zweites, weil es ja was besser fix war. Fix. Also, jetzt geht's los nach Vancouver. Ja! Aufs Squamish oder wie auch immer das heißt, ein Ort vor Vancouver und dieses wunderschöne Bike ist. Leider hat er einen Botsch. Wir sind ja gerade in der mega geilen Wohngegend. Keine Bremsen, aber wirklich? Ja, nein, die sind auch hin. Das ist schlecht. Leider aber kein Platz. Was mir nur für mehr taugt und leider nicht free ist, ist dieses Gerät da. Wow, ist das nicht geil? Ja, ist eigentlich, wenn wir das Rad nicht mehr hergeben, beziehungsweise in erster Linie schacken. Aber wir haben leider keinen Platz. So was. Echt der Wahnsinn, auf was wir alles stoßen. Brauchen wir einen Mieskübel? Ja, nein, den brauchen wir nicht. Naja. Gut, wir fahren jetzt weiter nach Vancouver. Es ist soweit. Man sieht schon immer kurz die Skyline von Vancouver. Wir sind gleich da. Wir sind so nervös. Da ist sie! Oh mein Gott! Nein, es. Oh mein Gott, das ist geil! Ich war sorry, dass wir so tun, aber es ist so Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Das ist echt. Das ist echt. Oh mein Gott! Oh, das ist schon das Geile. Wir sind durch ganz Kanada gefahren und sind jetzt in Vancouver. Die letzte Stadt von Kanada, was wir anschauen. Cool, bald sind wir aus Kanada draußen. Wunderschönen guten Abend. Also wir sind gut in Vancouver angekommen und jetzt haben wir auf unseren Host gewartet. Der wohnt da drüben in einem fetten Haus mit wieder mal 4 Roommates und andere Couchsurfer zur gleichen Zeit. Richtig witzig. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Voll. Wir freuen uns auf eine Dusche. Das ist das Allerwichtigste. Voll. Ja, passt. Stay tuned. Hallo! So, einen wunderschönen guten Abend. Servus. So, der Dienstag ist gekommen, auf den ihr alle so sehnsüchtig gewartet habt. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Wir werden jetzt die glücklichen Gewinner für die Hängematten rauspicken. 3 gibt's ja.
Ja, wir haben da wieder unser super Tool und wir werden das jetzt einfach mal machen. Also alles zufällig, wir haben da keinen Einfluss drauf. Also das Schicksal entscheidet jetzt, wer da gewinnt. Passt. Achso, da wird es jetzt ja. Machen wir den Link jetzt ein. Machen wir wieder eine Suche. Es steht 36 Kommentare gibt's. Also, picken wir einfach mal den ersten, oder? Oh ja, ich bin nervös. Sind sie auch nervös, ich glaube schon. Also es sind ziemlich viele Bekannte und Freunde mit uns. Vorher, also wenn du da gewinnt von. Ja, dann. Ja, es ist Schicksal. Ne? Okay, dann mal starten. Der erste Gewinner. Ich darf hier das noch. Hol das noch aus. Ich bin voll gespannt. Wer ist das? Nein, ich kann man nicht. Therese S. Punkt. Ziemlich cool. Voll. Danke für deinen Kommentar. Ein richtig liebes Kommentar sogar. Voll, das du hast auf jeden Fall gewonnen. Voll. Genau, an alle Gewinner schickt uns einfach eine E-Mail an die. An welche? An die Contact. Oder nein, haben wir die? Das muss das schnell. So, also. Das hier, alle Gewinner. Nein, warte mal, so. Na, ja. Contact haben wir, Contact. Ja, Contact. Okay. An alle Gewinner. Bitte, Mom, alles zu viel. Haben wir die mal? Schrecklich. An alle Gewinner. Bitte schickt uns eine E-Mail an die contact@exploratorcreate.at E-Mail und wir schicken euch dann den Code, den ihr einlösen könnt, um auf Amazon dann eine Hängematte oder sonst was bestellen. Und dann geht's shopping los. Ja. So, also. So, erst haben wir. Wie? Pick another winner. Pick okay. another one. So, jetzt picken wir noch einen. Ja. Die Spannung steigt. Da, 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 oh. Noch mal die gleiche. Jawohl. Okay, das können wir natürlich nicht machen. Also, wir werden jetzt einfach noch einmal. Ich schreibe es dir. Aber Glückwunsch, gell, bitte. Ja, genau. Du hast anscheinend echt ein gutes Händchen für sowas. Ja. Wenn es jetzt nochmal da ist, dann ist es am besten. Dann wissen wir, dass das irgendwie komisch ist. Plus. Okay, zweite Gewinner ist. Noko Ottler! Herzlichen Glückwunsch! Danke, du bist übrigens auch toll. Cool, du bist ganz toll. Ja, bitte auch bei uns einfach eine E-Mail schicken. Genau. Und wir schicken dir dann den Code. Und jetzt kommt der letzte. Den letzten Aber es ist so schnell vorbei. Das cool. ist so scheiße. Musst du klicken? Ja, ich darf klicken. Oh, jetzt bin ich noch nervöser. Puh, wie reißt der Rücken? Okay. Ja, das war jetzt hart, ne? So. Ha! Warte mal. Oh, da müssen wir jetzt genau kontrollieren. Da jetzt hat jetzt einer, ist jetzt einer gewählt worden, wo nichts mit Gipfelstab da. Gipfelstab! Gipfelsport! Dann bitte machen wir da einen Cut. Danke. Gipfelsport. Schau mal. Wer war das jetzt? Ich hab schon vergessen. Jetzt Tommy. Na. Ah, das Kommentar hat gerade. Leider. 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 Also jeder, man, ja, die Instruktionen sind schon sehr eindeutig. Man muss Gipfelsport. Gipfelsport. Hashtag. Genau. Ich weiß nicht, mit dem Wort hängt es mir noch Zeit. Also, wir werden jetzt noch mal jemanden suchen. Ja, was ist das? Das ist mal schade eigentlich, aber ja, bitte. So, nochmal Trommelwirbel. Damn! Ja, Mr. Amadillo oder so. Mr. Amadillo. Ja. Du hast Hashtag Gipfelsport dazu geschrieben, also du bist der dritte Gewinner. Auch du bitte eine E-Mail schicken an uns und ja. Ja, das war's. Also wir gratulieren den Gewinnern, den anderen sagen wir nicht traurig sein, es kommen sicher noch mehrere Gewinnspiele auf uns zu und auf euch in dem Fall. Tut uns einfach immer brav verfolgen, so wie es anscheinend eh schon macht und dann sehe ich da kein Problem. Dass ich einmal was Gutes vor. Ja, so viel dazu und stay tuned und sage tschüss. Ciao. Tschüss.